Servus, Grüezi und hallo zu einer weiteren Folge Schuckibanoki Daily. Eure ordentliche Portion Angeberwissen für den Tag bringt euch jedenfalls sicher über den Tag. Ne? Ordentliche Portion. Ordentlich, ordentlich. Also heute haben wir uns vorgenommen, wir werden heute keine Fäkalienwitze machen. So einen Scheißdreck machen wir nicht mehr. Rotz! Wir machen keine sexuellen Witze mehr. Nein. Also das Rumgeficke kannst du dir sparen. Nee, ich nicht. Und wir fangen direkt an mit dem Geburtstag. Und daran halten wir uns auch bumsfidel dran. Aber sowas von. Wer hat denn heute Geburtstag, sag mal? Annie Lennox. Eurythmics. 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 Ja, ja, genau. Wie der Frank gesagt. Sweet Dreams, kennst du? Are made Sweet of these. Dreams are made of need. Who am I to? Also ich kann mitsingen, wenn es wem war sie eigentlich läuft. In der Band? Naja, mit dem Typen da. Wie ist der denn? Keine Ahnung. Also nicht richtig recherchiert. Mal wurscht. Wieder nicht. Ja, ich kann doch nicht jede Frage recherchieren, die du vielleicht eventuell stellen könntest. Katastrophe. Ja. Jedenfalls Annie Lennox, am 25. Dezember 1954 geboren, am ersten Weihnachtsfeiertag. Muss dir mal vorstellen. Wie hatten die das hingekriegt? Mann, ey. Eltern waren Präzisionsstanzer. Sehr gut gemacht. Ganz großes Kino. Stanzer. Ebenfalls am 25. Dezember 1991, der Tag hat was mit Auflösung zu tun. Und da rede ich jetzt nicht von hier Grafikauflösung oder sonst was, sondern die Auflösung der Sowjetunion. Da tritt nämlich Michail Gorbatschow von seinem Posten als Präsident der Sowjetunion zurück. Georgien gewinnt seine staatliche Souveränität und die Perestroika hat sozusagen eingesetzt. Genau. Mann, ey. Gorbatschow, weißt du, wer das war, ne? Das ist der von dem Wodka. Ja, genau. Wieso? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Fleckige. Oh, ja. Frisur wie du, nur fleckig. Der mit dem Muttermal. Mit dem Muttermal, genau. Ja, heute ist erster Weihnachtsfeiertag. Was machst du am ersten Weihnachtsfeiertag? Ich besauf mich. Cheers. Gute Idee. Ja, wir haben ja immer unsere gleichen Tassen. Das ist ganz wichtig. Wir machen nämlich Werbung für Gelb. Die Farbe Gelb. Jetzt auch in ihrer Nähe. Ja. Oh, das war aber sehr gelb. Was war am 25. Dezember noch in der Vergangenheit? In der Vergangenheit ist völlig überraschend 1985 der Ätna auf Sizilien ausgebrochen und ein Lavastrom von 150 Meter Breite ergoss sich zum Tal. Zum Glück kamen Menschen nicht zu Schaden. Das heißt, sowas wie Sascha vielleicht, aber Menschen nicht. Nee, Menschen nicht. Genau. Okay. Das war 19 wann? 1985. 85 Hört am mal mit den ersten Ohren. Weihnachtsfeiertag. Ja. Ja. Das war Schuckibanoki Daily. Jetzt habt ihr ganz viel Wissen mal wieder. Kurz, wenn ich so mache, sieht das da aus, als hätte ich mehr Muskel. Ja, genau. Du musst es so nach vorne drücken. So. So. Yo, Bro. Schuckibanoki. Schuckibanoki. Guck mal hier. Hey, ich mach voll Training. Was stimmst du? Daumen. Echt? Du stimmst Daumen? Was stimmst du? Daumen? Was nimmst du? Daumen. Macht's gut. Cheerio, Sophie. Ciao.